Und damit Ahoi und zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Black Flag. Zusammen mit mir, dem Captain Ozzy, schauen wir uns jetzt das nächste Wrack an. Denn wie ich euch letztes Mal schon gesagt habe, ich möchte jetzt ein paar Pläne suchen. Werde ich mir doch den einen oder anderen demnächst jetzt auch gleich wiederholen. Muss dazu noch mit meinem Schiff mal schnell hingurken. Und dann Taucherglocke raus und ab dafür nach unten. Ja, Jungs, singt mal noch ein schönes Lied, bis wir da sind. Okay, das endet hier in einer Höhle. Alles klar. Da habe ich doch was mitbekommen. Ich muss mal gucken, wenn ich in der Höhle drinne bin, werde ich das nochmal mit den Schätzen durchgehen. Ich glaube, in einer dieser Höhlen ist auch ein Schatz drinne. Aber schauen wir mal. Erstmal gucken. Oh, das ist aber nur ein kleines Wrack. Okay. Nur 3 Schätze und 2 Fragmente. Egal, werden wir mal gucken. Ob es jetzt in dem hier drin ist? Wo geht's jetzt lang? Hier sind wir in der Flur. Okay, da in die Höhle rein. Na denn. Mal reintauchen. Bestimmt wieder alles voll mit Seeigeln irgendwo. Ja, was sagt man? Kaum sagt man, sind sie da. Mal schön aufpassen, um sie herumschwimmen. Ja. Jo. Das geht schon leicht nach oben. Oh, das war aber auch gerade knapp. Aufpassen. So. Okay. Gut. Hier vorne kommt gleich ein erstes Fragment. Mal gucken. Halt. Eine Moräne. Und jetzt sieht man dich wenigstens mal. Okay, schwimmen wir mal oben rüber. Naja. Dann lasst sie mich doch glatt in Ruhe. Okay, was haben wir denn hier? Geht's hier schon raus? Geht es hier schon... sieht eher aus wie eine Höhle, oder? Na gut, hauen wir wieder ab. Geht's hier weiter? Oh, seht ihr? Oh, Glück gehabt, dass mich die eben gerade jetzt nicht auch noch erwischt haben. Oh, jetzt wurde ich von der Strömung erfasst. Aufpassen. Halt! Wo kann ich sagen? Jetzt haben wir gerade Vollbremsung hingelegt. Ein Schatz geborgen. Eine Truhe. Okay, aber leider noch nicht das, was ich suche. Oh. Aufpasse, aufpasse. So. Wo sind wir jetzt? Okay. Ah, jetzt sind wir an der Höhle. Na denn. Wir müssen anschleichen. Zack. Leise. Genau, leise. Und du? Stirb. Und stirb leise. Okay. Zucker. Ja, die Axt. Ja. Wollen wir doch jetzt mal ein bisschen mit der Axt rummetzgen. Da kann ich die damit hoch... Nee, kann ich nicht mit hochnehmen. Okay. Ey, warte mal. Warte mal. Schatzkaste. Nein, nein, nein. Das sieht doch sehr interessant aus. Warte mal. Das werden wir uns hier doch nochmal anschauen. Das wird irgendwo, wo hier muss das dann sein, glaube ich. Oh, das ist da unten. Warte mal. Okay, warte mal. Hier ist das Brett. Also muss das doch hier irgendwo sein. Ah, ich sehe noch keine Symbolik. Weil normalerweise doch immer so ein bisschen was aufflackert. Aber warte mal, hier ist das doch. Ha ja. Wusste ich doch. Also wie ihr seht, die mit den Koordinaten an die Orte gehen. Ungefähr die Karte deuten, das Bild auf der Karte. Früher oder später findet ihr es auch. Zack. Mit nackten Füßen ein Metallschloss aufgebrochen. Was ein harter Bursche. Was ist das denn Feines? Ein Plan. Elite-Feuerfässer. Okay, 9 von 18 Plänen gefunden, auch die Hälfte. Und 9 von 22 Schatztruhen geborgen. Ja, wir nähern uns. So, jetzt werde ich aber mal noch so ein bisschen den Rest holen. Mal gucken. Oh, geht's da jetzt schon? Nein. Komm jetzt her. Geht's da raus? Da ist das Fragment. Okay, jetzt da an der Wand hoch. Gut. Hopp. Und fertig ist das Ding. Gut. Hey, warte mal. Dich schubse ich jetzt mal runter. Wir gucken, wie tief es ist. Oh, fliegt schon eine Weile. Na gut, hinterher.
Nur überleben wir den Sturz. Naja, wart kurz. Fische kommen gleich und dann bist du auch weg. Brauchst du keinen Kopf machen. Sperrgebiet. Ja, das soll scheißegal sein. So. Wenn ich erstmal an meinem Boot bin, dann können sie kommen mit ihrem Sperrgebiet. Na, gleich mal in die Kajüte rennen. Und gleich mal ausrüsten mit den neuen Updates. So. Kaufen. Upgrades. Nein. Oh, oh. Guck gerade an. Mörser. Vom letzten Mal noch. Und jetzt Feuerfässer. Genau. Super, so gefällt mir das. So kann das weitergehen. Die zwei Sachen haben wir jetzt gekauft. Hat uns aber wieder ordentlich Metall gekostet. Das heißt, wir müssen wieder auf Metallkurs gehen. Naja, werden wir schon hinkriegen. Das werden wir schon hinkriegen. So. Ah, genieß es, Freunde. Optisch hat sich zwar offensichtlich erstmal im ersten Blick gar nichts verändert, aber die Verbesserungen sind mehr so jetzt kampfbetont. Aber egal, freut euch. So, auf zu neuen Schandtaten. Ahoi, Männer. Auf geht's. So, jetzt habe ich hier unten aber mal so ziemlich... Okay, die Kiste, die nehme ich noch mit. Die Insel lasse ich aber. Die Kiste nehme ich noch mit. Und mal gucken. Hier waren ja jede Menge Schiffe noch in der Nähe. Ja, mach es. So. Sind auch nur 1000 Meter. Sollte ja nicht allzu schwer zu erreichen sein. Und danach werden wir uns langsam auch wieder so ein bisschen Richtung Blackbeard auf den Weg machen, weil der ist ja gerade ziemlich auf Streitsuche. Mal schauen, was wir dort mit ihm oder für ihn machen. Oh, was taucht denn hier vor uns auf? Warte mal. Was haben wir denn hier? Nein. Metall. Nee. Auch Metall. Noch, wer soll denn da? Nein. Okay, komm. Ich brauche Metall. Also, Burschen, habt ihr verschissen. Auch für eine Fregatte hast du aber wenig Ladung dabei. Ja, warte mal. Nee, die nicht attackieren. Die attackieren. Eine nach dem anderen holen. Oh, das hängt aber ordentlich ab. Oh, guck mal. Bereit zu schießen, Sir. Ja, komm, bumm. Ah, bevor sie geschossen hat, schon platt gemacht. Also. Entern ihr Landratten. So sieht's aus. So, gib mal Sniper. Okay. Oh, kein getroffen. Einer weg. Weiter weg. Oh, Feuer verschießen. Mal auch nur zwei erwischt. Hä, das war's schon. Na egal. Und guten Tag. Oh, der ist weg. Kommt her, Kinder. Naja. Oh, weg mit dir. Nächster. Oh, der Kapitän persönlich. Na komm. Bist du gleich mit platt. So, komm. Der ist abgelenkt. Auch schon umlegen. Sehr schön. Und zack. Naja. Ah, du hast mich gesehen. Okay. Na komm. Und weg mit dir. Oh, aufpassen. Unglück gehabt. So, der ist auch weg. Ui. Ah, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich wieder ein Blasrohr in der Hand. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal Ruhe im Karton. Eieiei, habe ich eben tatsächlich eben gerade echt mit dem Blasrohr geschossen. Schlafpfeile verteilt. So. Dann gib mal her deine Gaben. Und seid ja nicht so geizig. Ja, leider nur 50 Holz und 50 Metall, aber ich nehme mit, was ich brauche. Was willst du machen? Ja, nehme ich mal ein Canvas Flotte, Fregatten kann, kriegt man viele Kristalle für zum Abwracken. Dass einfach wieder meine Flotte voll bestückt ist. So. Die Missionen laufen übrigens immer noch. Also von daher. Lass er machen. So, was haben wir denn hier? Oh, was mit dir? Oh, du drehst dich schon in unsere Richtung? Also, du möchtest es so? Und? Feuer, genau. Ja, der wieder. Die haben uns? Das sehe ich aber noch nicht so. Und wieder runter. Ja, Elite-Mörser merkt man doch. Man merkt es doch wirklich. Feuer! Oh.
zu weit weg. Oh, da kommt noch eine Brick oder was ist das? Ist gut genug. Ah, zu weit weg. Feuer! Ja! Ist doch eine Brick, oder? Du wirst uns versenken, Kenway. Feuer! Jetzt halt doch mal der Gosch. Wir sind beschädigt! Feuer! So. Oh. Nee, ist das eine Fregatte? Feuer! Okay. Das war's. Die ist auch weg. Ich wollte gerade sagen, jetzt erstmal eine ändern, dann holen wir uns gleich die nächste. Dann sollten wir doch erstmal wieder mal ein paar Ressourcen gesammelt haben. Wie ihr seht, es geht relativ fix mittlerweile. Wenn das Schiff erstmal über die Power verfügt, dann wird das doch recht angenehm. Okay, ein Feuer ist erwischt. Nächste, auch erwischt. Also Feuerreserven sind weg. Komm, jetzt dreh. Wieder erwischt. Okay, 9. Na gut, werden wir uns den Rest halt auf die konventionelle Art und Weise suchen. Und holen. Okay. Ich wollte gerade sagen, stirb doch einfach. Mach uns die Sache damit schwer. Oh, aufgepasst. Ja, und weg mit dir. So, und du? Kriegst direkt aufs Maul. Ich würde gar nicht erst gewartet. Komm, jetzt stirb du auch. Und zack, hab das gesehen. So sieht's aus. Ging ja recht zügig. Naja. Mal schauen. Gib mal her deine Gaben, bei dir habe ich gar nicht so genau geguckt. Waren es 65 Metall, glaube ich, oder? Ja, 60 Stoff. Ne, auf den Stoff ist schon fast drauf geschissen. Die muss ich mal verkaufen jetzt so langsam. Langsam ist mein Lager mit Stoff am Limit. Weil man braucht es ja nicht wirklich häufig. Es sei denn, du willst wirklich dein Stoff ständig irgendwie optisch upgraden. Aber wie gesagt, bräuchte ich gar nicht. Mir gefällt die so, wie sie gerade ist. Von daher ist Stoff eigentlich eher so wie Rum und Zucker für mich. So ein, sagen wir mal, so ein Credit-Rohstoff. So. Gott sei Dank, ihr hinten seht mich nicht. Dann werde ich doch jetzt mal schnell das andere Schiff hier holen. Ja, jetzt mach ich. Oder? Warte mal. Oh, Kacke. Oh. Komm, schnell an die Insel. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Jetzt werde ich mir mal schnell den Schatz holen. Ist das ein Schatz oder ein Fragment? Ich muss mal gucken. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war aber eine Schatztruhe, kein Fragment. Gucken, wie viele wir davon mittlerweile haben. Habe ich auch schon einige. Da dürften auch nicht mehr so viele fehlen. Vielleicht 15 fehlen noch oder so. Ich müsste mal gucken. Lass uns überraschen, was jetzt dabei rauskommt. So, du bist versteckt. Er stöhnt schon einen ab. So, hä? Warte mal, hier vorne ist es. Nein. Nein. Da lang. Nein, ich jetzt Wasser. Oh, ich habe sie schon gesehen, oben auf der Klippe. Na, da kommt man nicht hoch. Na, komm, schnell rumgeschwommen. Oh, guck mal, da kommt schon die nächste Fregatte an. Jetzt aber schnell. Jetzt muss aber Gas geben. Komm, schnell an die Truhe und dann zurück aufs Schiff. Da sind so viele freiwillige Opfer gerade. Die müssen wir alle gerade mitnehmen. Naja, 10 Stück, würde ich sagen, fehlen uns noch. Die Mission ist auch bald durch. Wenn wir überlegen, in der Hauptstory sind wir noch gar nicht so weit. Ich habe jetzt vieles am Anfang gleich gemacht. Das mache ich immer mal ganz gerne, um einfach die bestmöglichsten Optionen zu haben. Wenn es nachher wirklich in der Story interessant wird, außerdem... Wenn die Story nachher sich, sagen wir mal, Richtung Finale so ein bisschen zieht, dann möchte man sich auch hauptsächlich auf die Story konzentrieren und nicht nebenbei noch so vieles anderes machen. Ne? Ich werde noch so ein paar kleine Semi-Boss-Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, machen, indem ich mich mit den legendären Schiffen anlegen werde. Aber dazu später erst. Genau. Wo bist du? Überraschung. Oh, Bekanntschaft gerade wieder auf Stufe 2 gebracht. Ja. Komm, haben wir doch fast. Oh, wieder so ein kleines scheiß Kanonenboot dabei. So richtig weg, immer noch nicht. Ja, das Kanonenboot hat er gerade den Arsch gerettet. So, du bist weg. Du bist weg. Moment, hier muss doch irgendwo das andere Wrack sein. Da ist es. So, komm her. Genau. Jetzt. Gegnerische Kundschafter. Okay, das heißt, wir müssen sowieso rüber. Dann schauen wir mal, dass wir so viel wie möglich von denen jetzt mitnehmen. Ja. So, gut. Haben wir auch. Zack, noch einer weg. Ah, komm, Elite-Sniper. Wo ist meine Elite-Sniper? 7? Ah. Okay, na egal. Da bin ich. Zack, erledigt. Ey, ich wollte gerade sagen, fängst du nicht an, würde Knarre auf mich zu richten. Komm her, Bursche. So, du bist weg. Und du? Nee, habe ich doch gewusst, dass du kommst. Ah, oh, ich habe doch auf O gedrückt.
Ja, so wie bei dir jetzt gerade. So, und du verbist. Ach, du musst sterben. So, weg mit dir. Ja, diese Stippe nicht wieder in Krumme blieb. Wie viel habe ich? 13? Okay. Die beiden Kundschafter noch, dann müsste es ja eigentlich sein. Hallo. Halt. Weg mit dir, 14. Ach, jetzt ist natürlich die Knifte mit runter. Boom. Na komm. Ah, ich will einen Kopfschuss. Die zählt nicht. Also runter mit dir und zack, komm töten. Siehst du, muss man immer alles selber machen. Alles. Unglaublich. Na egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. So. Was habt ihr denn fein? Das habe ich auch nicht geguckt. Ich wollte euch einfach nur niedermetzen. Gucken. Scheiße, kein Holz und kein Metall. Nur Rum und Zucker dabei. Schwere Kugeln, Mörsergeschosse, okay. Der Satz mit X, das war wohl nix. Aber ich habe ja noch einen Wrack, glaube ich. Das werde ich mir aber ein bisschen nebenbei holen. Ist das egal denn? Werden wir uns die ganze Sache mal ein bisschen springen. Bin jetzt in den Norden gesprungen. Bin jetzt in der Nähe von meiner Hauptmission und werde jetzt dort weitermachen. Heyo, Barnett! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbit schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Also gut, Bonnet. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Mal gucken, was Blackbeard vorhat. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Euer Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Ei, werden wir glatt tun. Aber hier muss man jetzt aufpassen, nicht zu schnell fahren und dass man nicht auf Grund läuft. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Mal schauen. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Ja, schon klar. Ich versuche rumzufahren. Das ist schon grenzwertig. Also im Kriegsschiff, wenn wir das davon eins hätten, würden wir hier nicht klarkommen.
Waffen. Ja, ich pass schon auf. Rimmung lockern. Oh. Komm jetzt aber dicht hier. Was muss hier lang? Oh, Kacke, stehen bleiben. Ja, aber gerade am Bremsbremst. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Ja, ich weiß. Ich bin ziemlich dicht dran. Siehst du uns? Oh je, das wird knapp. Hoff mal, dass du uns nicht siehst. Oh, Glück gehabt. Glück. Aber das war jetzt sehr knapp. Naja. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Pass auf, die Sandbänke. Ja, weiß ich doch. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Okay. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! So. Ups. 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 Ich wollte das Steuer verlassen, habe außersehen meine schweren Kugeln aktiviert. Es gibt immer einen anderen Weg. Ja, man lässt sich schnappen. Naja, jetzt probieren wir es halt mal auf die richtige Art und Weise. Ja. Da sagt man nur, ups. Naja, weiter geht's. So. Mal gucken, wer ist denn da unten alles? Ja, wie weit kriege ich euch leise platt gemacht? Oh ja, no, probieren wir es mal beide. Na ja, sehr schön. So wünsche ich mir das. Okay, oh Kacke, da ist auch noch eine. Hey, wo willst du hin? Hey, aufpassen. Zack. Nein, aufpassen. Nicht an die... Na, sage mal. Oh Gott, sagen, weg mit dir. Finger weg von deiner blöden Trommel. So. Komm, sabotieren. Das war jetzt unnötig, aber immerhin ist sie aussabotiert. So, ah, da kommt unser Schifflein. Dann wollen wir mal zurückkehren. Auf unser Schiff. Hup. So. Da, weiter geht's. Okay. Großsegel setzen. Ah, ja. D-Segel setzen. So. Gucken. Ich sehe sie. Da drüben. Ja, sehr schön. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Ah, ja. Sonst wird das interessant, ja. Das stimmt schon. Aber ich bin ganz optimistisch. Sonst wird die Story ja mit unserem Schiff hier nicht lang führen. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Ja, das stimmt. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Ja, da ist er. Da ist er. Nehmen wir Fahrt auf. Ja. Aber nur ein wenig. Aber ich glaube, wir müssen jetzt früher oder später auch an Land gehen. Immer ich glaube, das geht hier in dem Sumpf nicht allzu lange gut. So, leicht vom Wind abfallen. Nein. Wie entkommen wir uns, Captain? Muss okay. Ich eben ohne sie weiter. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch schon wieder eine Anlegestelle. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Also. So. Ups. Die Krokus drinne? Tatsächlich. Okay, gute Nacht. Was ist jetzt? Achtung, Sperrgebiet? Hä? Oh Kacke, ich muss los. Ah, nicht mal die Zeit dazu, das Vieh zu häuten. Ja, scheißegal. Oh, das ist das nächste. Mal ein richtiges Paradies für heute. Ja, egal. Okay, erinnert mich schon wieder an ein anderes Spiel. Auch Uncharted. Wenn der Nathan da sich immer so ein bisschen langhangelt. Aber okay, finde ich cool. Mir gefällt's. Also weiter. Rüberspringen. Ja. Ups. Komm, weg. Genau, hoch da. Aus dem Sichtfeld. Ich muss da weiter, okay. Und komm, hopp. Oh, hoch da. Nächste, schlafen. So, weiter. Okay. Wie geht's hier weiter? Guck, die fahren immer noch auf dem Boot. Okay. Komm, ich denke mal hier hoch. Die Blockade sollte bald enden. Ich krieg einen Landkoller und der Dreck reicht mir nicht. Man sollte meinen, es ging um Gold.
Oder rum wenigstens. Na, sollte ja. Um alle Zipperlein zu kurieren, die bei denen an Bord wühlen. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Okay, wenn ihr das sagt. Trotzdem werde ich die Medizin holen. So. Komm, lass mal rüber da. So. Hopp. Oh. Da ist einer. Hast du heute schon Krokodile gesehen? Beide? Nee, beide. Nein. Ruhige Nacht. Bist du sicher? Ich hab da was im Wasser gehört. Lass mal ruhig, bis du kamst. Geh weiter. Der Hauptmann wartet. So. Oh, wo kann's sein? Das muss ich jetzt. Aber hier. Na, hier geht's nicht weiter. Okay, dann wieder ins Haus. Halt. Wo geht's denn hier weiter? Nee, da nicht. Ah, okay. Ah, okay, dadurch. So. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Alter, was ist denn das noch? Oh mein Gott! Es hat Alter. Ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Oh, Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Dein eigener Bruder. Hast gerade sterben sehen. Na komm. Ich mach dir den Abschied leichter. Nimm ich dich auch mit Stoot ins nasse Grab. So, wo seid ihr jetzt? Da. Okay, da hinten schwimmen nochmal welche rum. So, da ins Gebüsch. So. An Land sind wir schon mal. Ich dachte, wir schaffen es nicht. Achso, ich muss da rein. Okay, okay. Es gab einen Unfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt okay. es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Knallharter Boss, würde ich sagen. Durch, haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Puh. Er sieht mich nicht, okay. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben. Aufpassen, aufpassen. Ich bin... Oh, oh, oh. Nicht gut. Schnell hinter die Wand. Okay. Bleib mal da stehen. Ah, ich will dich eigentlich... Ich will dir nicht hinterherlaufen. Ich liege mit dem Schlafpfeil, aber ich glaube, es klappt nicht. Ich probiere es nochmal. Und ich beuge mich nicht den oh, wieder erwischt. Okay. So. Mensch, jetzt quatsch weiter. Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal, wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Okay. Wieso ist da jetzt wieso Alarm? Piraten! Wieso ist da jetzt Alarm? Piraten! Zurück! Wird mir wohl nicht anders übrig bleiben. Ich werde ihm wohl hinterher rennen dürfen. Na gut, na geht nicht. Also gut, komm weg da. Dann hinterher. Einfach hinterher, weg da, Burschen. Okay. Ja, sie versuchen es, Bursche, aber es wird dein Leben nicht retten. So. Ja, da geht. Ja, zack, da durch. Oh je. Naja, bleibt mal locker, Bursche, bleibt mal locker. Boah, er ist aber auch schnell dran, leck mich fett, du. Hör, was ist mit dir los? Hey, wer will uns denn da beißen? Ah, hier wimmelt es von Krokodilen. Oh, guck mal, hier ist noch eine ganze Bande mehr. Mensch, jetzt komm hier. Komm und hüpf, hüpf, jetzt hab ich dich. Oh Gott, steh mir bei und schlachte diese Teufel. Oho! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Ja, manchmal ist Logik besser als pure Gewalt. So sehe ich das auch aus. Tja, somit kriegt Blackbeard seine Medizin. Alle sind glücklich. Mal schauen. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Mann, was
hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem 4. Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein 5. eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Harte Worte, Blackbeard. Aber irgendwo hast du schon recht. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder auch gebt auch ein Feedback. Ansonsten, wir sehen uns das nächste Mal. Gute Zeit. Ciao, ciao.